Liebe MusicStore-TV-Zuschauer, hallo und herzlich willkommen in der PA-Halle im MusicStore in Köln. Heute präsentiere ich euch die neue Fame TNX Lautsprecherserie. Wie ihr seht, gibt es die TNX-Lautsprecher in drei Leistungsklassen und drei Größen. Wir haben einen 10-Zoller, einen 12-Zoller und einen 15-Zoll-Aktivlautsprecher. Die Lautsprecher verbindet allesamt, wie ihr seht, das blaue Horn, was als optisches Highlight und als Alleinstellungsmerkmal dient. Gleichzeitig haben alle Lautsprecher sehr robuste Holzgehäuse und die Möglichkeit, über Gewinde die Gehäuse auch flugfähig zu machen. Die Kombination von den robusten Holzgehäusen, den hochwertigen Hörnern und den druckvollen Woofern machen diese Lautsprecher zu einem Alltagslautsprecher für fast alle Anwendungen. Kommen wir nun zu den einzelnen Eigenschaften der Lautsprecher. Beginnen wir bei dem 10-Zoller. Der 10-Zoller hat, wie gesagt, einen 10-Zoll-Woofer und eine Leistung von 300 Watt bei 4 Ohm. Wir haben einen Frequenzbereich von 45 Hertz bis 17 kHz und einen maximalen Schalldruck von 122 Dezibel. Der 12-Zoll-Lautsprecher hat eine Leistung von 400 Watt bei 125 Dezibel und hat einen Frequenzgang von 40 Hertz bis 17 kHz. Das Flaggschiff der TNX-Serie, der 15-Zoller, hat gar eine Leistung von 500 Watt und unfassbare 128 Dezibel maximalen Schalldruck. Wir haben hier einen Frequenzgang von 35 Hertz bis 17 kHz und eine Impedanz von 4 Ohm. Ein weiteres praktisches Feature der Fame TNX-Serie ist die Möglichkeit, dass alle Lautsprecher eine Monitorschräge haben und so als Bodenmonitor benutzt werden können. Kommen wir nun zur Rückseite der Fame TNX-Lautsprecher. Vom Grundaufbau sind diese alle gleich, deshalb zeige ich euch einfach die Rückseite am Beispiel des 12-Zellers. Wie ihr seht, haben wir hier die Möglichkeit des Inputs für ein Mikrofon, sowohl per XLR als auch per Klinke. Wir haben einen Line-Eingang, den wir über XLR oder Cinch benutzen können. Und wir haben einen Line-Ausgang, der auch über XLR oder Klinke ansteuerbar ist. Rechts daneben findet ihr die Potis und Drehregler für die einzelnen Lautstärke-Einstellungen. Unten haben wir noch einen kleinen Equalizer, wo wir Höhen und Bässe verstellen können. Ein weiterer besonderer Punkt der Fame TNX-Serie ist die Möglichkeit, einen weiteren passiven Lautsprecher über diesen Ausgang betreiben zu können. Das heißt, wenn ihr den aktiven Lautsprecher verwendet, könnt ihr gleichzeitig noch einen weiteren passiven betreiben. Die Fame TNX-Serie ist ab sofort lieferbar und vorführbereit bei uns hier im Laden in Köln. Wenn ihr die Eigenschaften nochmal nachlesen wollt oder weitere Informationen haben wollt, geht auf unsere Internetseite www.musicstore.de oder besucht uns hier im Laden in Köln. Vielen Dank für euer Interesse an unseren Produkten und danke fürs Zuschauen. Euer Sebastian. Bis zum nächsten Mal.